Hi Leute, guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute sage ich mal wieder meine Morgenroutine. Und zwar gibt es heute eine Morgenroutine im Herbst an einem Tag, an dem ich später zur Schule gehen muss. Denn heute war ein Klausurentag, an dem ich erst ich glaube es war 11 Uhr oder so, in die Schule gehen musste. Ich wollte eigentlich die Transition machen, aber da es eine Morgenroutine ist, da gibt es irgendwie mehr Sinn, nicht zu filmen, als nur Transition die ganze Zeit zu machen. Okay Leute, jetzt wo ich gefrühstückt habe, meine Stimme, jetzt wo ich mich fertig gemacht habe, gefrühstückt habe und das alles gemacht habe, werde ich ein bisschen mein Zimmer aufräumen, da ich wirklich immer versuche, morgens schon einige kleine Aufgaben zu machen, um dann so einen Erfolg zu spüren, weil ich gemerkt habe, dass mich dann ein Erfolg auch motiviert, dann weitere Aufgaben zu machen. Deswegen fange ich gerne an mit ein paar kleinen Aufgaben, wie zum Beispiel mein Zimmer aufräumen. Und dann mache ich immer die Eat the Frog Methode, was heißt, dass ich immer zuerst den Frosch esse des Tages, also die schwierigste Aufgabe des Tages mache. Und heute ist, wie gesagt, habe ich schon gesagt, keine Ahnung, heute ist Mittwoch und ich habe heute erst um 11.30 Uhr Schule. Das heißt, ich kann heute ein bisschen mehr zu Hause machen am Morgen. Man würde jetzt gerne noch einen Deutschaufsatz schreiben, einen Kommentar muss ich schreiben. Aber vorher wird noch mein Zimmer aufgeräumt. Ach ja, und by the way, ich habe nicht immer Mittwoch Spätunterricht. Das ist nur, weil heute oder weil momentan Klausurenphase ist und heute eine Klausur geschrieben wird, die ich immer nicht mitschreibe, weil ich keinen Englisch-Grundkurs habe, sondern eine LK habe. Aber trotzdem haben bei uns alle Kurse dann frei, die zu der Zeit stattfinden. Was ich dann auch morgens immer mache, ist meinen Stapel auf meinem Schreibtisch abzuarbeiten. Ich habe nämlich meistens irgendwelche Sachen da, wie Schulaufgaben oder irgendwelche ungeöffneten Briefe oder so. Und ey, ich mag das immer gerne, das am Morgen zu machen. Falls ich dann irgendwas noch regeln muss, kann ich das über den Tag machen. Und nicht dann auf den nächsten Tag warten. So, ich betrachte jetzt gerade meinen Kalender. Den würde ich euch jetzt nicht zeigen, weil da wirklich viele Sachen drinstehen. Aber ich kann nicht sagen, dass heute wirklich ansteht, dass ich erstmal diesen Kommentar für Deutsch schreibe. Ich nutze jetzt mal diese kurze Pause, um ein bisschen Werbung zu machen. Und zwar könnt ihr meinen Kanal sehr, sehr gerne abonnieren, falls ihr euch für die Themen Morgenroutine, Schule, Lernen oder Organisation interessiert. Und auf meinem Kanal kommt jeden Donnerstag und jeden Sonntag ein neues Video online zu genau diesen Themen. Und ich würde mich sehr freuen, dich hier bald wiederzusehen. Normalerweise arbeite ich eigentlich nicht so gerne am Laptop, sondern eher an meinem iPad, aber das liegt gerade noch auf, weil ich noch in die Schule gehe und ich schreibe auch meinen Kommentar, den ich schreiben muss, an meinem Laptop lieber als per Hand. Genau, deswegen mache ich das gerade so. Dann kommt meistens der Moment, in dem ich mal meinen Stift aufladen muss, und zwar mache ich das immer morgens, weil mein Apple Pencil dauert sowieso nicht so lange aufzuladen. Der dauert wirklich meistens nur so 10 Minuten, bis der dann wieder voll ist. Deswegen mache ich das immer morgens. Und mein iPad hat jetzt schon aufgeladen oder hoffentlich. Ja, okay, es hat 74%, aber das reicht voll. Ne? Ups. Ja, ich weiß, ich habe einen sehr schönen Socken an. Ich gehe jetzt runter, um meine Flasche aufzufüllen. Tschüss Flo.
Du hast nie was zu tun. Nie musst du arbeiten gehen, nie musst du in die Schule gehen. Nichts musst du machen. Ja, da guckst du, ne? Wenn ich das alles gemacht habe, wird es meistens Zeit, mich dann wirklich umzuziehen, weil jetzt bin ich noch so in der kurzen Hose. So, und ich habe hier diese sehr coole Maske. Also dieses Maskenband, was ich hier ranmachen kann. Ich zeige euch das mal kurz, weil dann kann ich mir die Maske so um den Hals hängen. Und wenn ich sie zum Beispiel in der Pause abnehmen möchte, wenn ich draußen bin oder so, dann kann ich sie einfach umhängen. Weil ich habe sie sonst immer so an meine Hand, an mein Handgelenk reingemacht, aber es war voll nervig. Und jetzt habe ich zum Glück dieses Band. Und dann kann ich die Maske einfach hier so rumhängen. Das ist dann sehr gut, falls ich sie mal kurz abnehmen muss oder so. Dann muss ich sie nicht irgendwo hinlegen, wo es dreckig ist oder hier rumhängen oder so. Das ist eigentlich ganz cool. Und ja, das ist basically meine Morgenroutine. Die ist jetzt eigentlich gar nicht so interessant, wie ihr wahrscheinlich dachtet, weil einige nach meiner Herbstmorgenroutine gefragt haben, die sich aber jetzt, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, nicht so sehr von meinen anderen Morgenroutinen unterscheidet. Ja, aber trotzdem danke fürs Zugucken. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Falls ihr auch noch eine Abendtour sehen wollt, eine geupdatete Version, könnt ihr es auch sehr gerne noch in die Kommentare schreiben. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Tschüss!